Der Goldpreis steigt und steigt und stemmt sich gegen die relative Schwäche an den Aktienmärkten. Ich möchte euch in diesem Video einmal erklären, warum ich glaube, dass der Goldpreis momentan überhaupt zu viel Stärke zeigt. Und ich möchte euch auch den Chart des Goldes zeigen, euch einmal zeigen, wo ich die nächsten Hürden und Widerstandszonen sehe, wo ich den Goldpreis in Kürze sehen könnte. Und ich möchte euch einmal Barrick Gold als Minenaktie zeigen, denn mit Goldminen hat man einfach einen höheren Hebel auf steigende Goldpreise. Wenn der Goldpreis steigt, steigen Minenaktien umso stärker. Von daher macht es auf jeden Fall Sinn, sich auch die ein oder andere Goldminenaktie anzuschauen. Bleibt dran, wenn euch das Thema interessiert. Servus, ich bin's der Alex von Smarto Finance und dieses Video wird genauso Gold wie das Logo von meinem YouTube-Kanal. Bevor wir loslegen, vergesst mir bitte keinen Daumen nach oben dazulassen, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr weitere Videos zum Thema Aktien, Investments, Gold, Silber, Kryptowährungen sehen möchtet. Ich würde mich freuen. Klickt auch auf die kleine Glocke, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. So, wir legen los. Hier seht ihr einmal den Goldkurs seit dem Jahr 2016 bis heute. Was auf jeden Fall aufgefallen ist, wir haben eigentlich von 2016 bis ins Jahr 2020 einen sehr, sehr starken Anstieg gesehen und seitdem konsolidieren wir auf hohem Niveau. Es ging leicht nach unten, aber fast eher seitwärts gesehen und momentan steigt der Goldkurs wieder in den letzten Wochen und ich möchte euch jetzt einmal zeigen, warum ich glaube, dass das eben so ist. Die Haupterklärung ist eigentlich momentan einfach die, dass aufgrund der Bankenkrise, die sich jetzt momentan ergeben hat, es sind ja doch schon die ersten Banken pleite gegangen, wie die Credit Suisse, die jetzt aufgekauft wurde von der UBS oder zum Beispiel die Silicon Valley Bank in Amerika, haben Anleger einfach so ein gewisses Sicherheitsbedürfnis. Man möchte sein Geld irgendwo in sichere Häfen bringen, aufgrund dessen, dass man an Banken eben bloß zum Beispiel in Deutschland 100.000 Euro abgesichert hat im Einlagensicherungsfonds oder in Amerika 250.000 US-Dollar. Ja, für Anleger, die einfach mehr Geld besitzen, suchen sie eben auch Möglichkeiten, wie können sie ihr Geld noch woanders hinschichten, wo das Geld einfach sicherer ist, wo einem auch eine Bank oder ein Staat regulatorisch nicht entnehmen kann. Hier kommt eben dann Gold, Silber, Bitcoin in Frage, also wirklich Assetklassen, die mehr oder weniger unabhängig von Banken sind, unabhängig von staatlichen Eingriffen. Natürlich ist es nie ganz der Fall, da das auch an der Börse gehandelt, natürlich ist es nie ganz der Fall, da Gold auch an der Börse gehandelt wird, aber es ist einfach ein gewisses Sicherheitsbedürfnis. Der Goldkurs ist in der Vergangenheit, in den letzten hunderten Jahren eigentlich immer so gestiegen, dass er zumindest den Wert einer Währung erhalten konnte. Also man konnte sich früher mit einer Unze Gold zum Beispiel eine Ritterrüstung leisten und heute kann man sich einen maßgeschneiderten Anzug dafür leisten. Im Großen und Ganzen hat Gold eben so seinen Wert erhalten und das ist eben die Sicherheit, der sichere Hafen, den die Anleger momentan einfach suchen. Aus diesem Grund performt Gold gut. Was außerdem der Fall ist, das möchte ich euch noch einmal zeigen. Ich nehme jetzt hier einmal als Vergleich den S&P 500 als marktbreitesten Aktienindex. Ihr seht hier den S&P 500 in Orange und in Grün-Rot den Goldkurs. Was natürlich auffällt, ist, dass der S&P 500 besser gelaufen ist in der Vergangenheit als der Goldkurs. Wenn ich jetzt mal zurück in die Krise 2000 gehe, dann sieht man eigentlich, dass Gold seine wahre Stärke über die Krisen entfaltet. Also wenn wirklich die Aktienmärkte gut laufen, dann ist Gold eher ein Nebenprodukt. Wenn aber Aktienmärkte schlecht laufen und unter Druck stehen, dann sieht man, dass Gold viel besser performt. Das war eigentlich seit dem Jahr 2000, als wir damals die Dotcom-Bubble hatten, die geplatzt ist, sieht man, dass die Aktienmärkte unter Druck standen, 2008 nochmal unter Druck standen und Gold eigentlich mehr oder weniger, klar auch mit Rücksetzern, aber dann gestiegen, gestiegen, gestiegen ist, weil die Menschen einfach nach Möglichkeiten gesucht haben, wie sie ihr Geld in Sicherheit bringen können. Jetzt haben wir aktuell natürlich wieder eine Krise. Wir haben einfach starke Inflation. Die Notenbanken erhöhen die Zinsen, die Anleihen fallen. Das bringt die Banken unter Druck und die Banken stürzen mit in den Ruin und die Leute suchen eben Möglichkeiten, ihr Geld in Sicherheit zu bringen. Das ist auf jeden Fall der Grund. Wenn man jetzt auch hier nochmal bis ins Jahr 2008 geht, dann sieht man auch hier, dass nach 2008 zwar die Börsen gut liefen, Gold aber immer noch gut gelaufen ist. So, ich scroll ein bisschen weiter raus. Ich mache jetzt mal die Zeiteinheit ein bisschen größer. Und dann können wir schon sehen, wenn wir jetzt hier einfach mal seit dem Jahr 2022 hergehen, dass der Goldkurs sich deutlich besser geschlagen hatte als die Aktienmärkte. Denn zum Jahreswechsel 2021 auf 22 hat eigentlich die große Korrektur, der große Crash am Aktienmarkt begonnen. Gold ist dann erstmal mit in die Tiefe gerissen worden, aber dann haben die Anleger erkannt, dass Gold auf jeden Fall eine Nummer sicherer ist für die aktuelle Zeit. Und dann, als auch noch die ersten Banken pleite gegangen sind, hat der Goldkurs extrem das Steigen begonnen. Und wir möchten uns jetzt einmal den Chart anschauen. Bevor wir das aber machen, zeige ich euch nochmal eine kleine Korrelation mit dem Balance Sheet der Notenbank. Hier fällt nämlich auch eine kleine Korrelation auf. Man sieht hier in Orange die Bilanz der Federal Reserve, das ist die Notenbank in den USA.
Und die Notenbank druckt und druckt Geld, indem sie Anleihen aufkauft zum Beispiel. Und je mehr Geld gedruckt wird, desto eher steigen Assetklassen, wie zum Beispiel Aktien, aber auch Gold und Silber zum Beispiel. Wenn Zinsen angehoben werden, dann ist es auch schlecht für Gold, weil Gold keine Dividende zahlt, kein Cashflow generiert. Und je mehr Zinsen man eben für sein Kapital auf dem Tagesgeldkonto oder bei Staatsanleihen kriegt oder so, desto uninteressanter wird natürlich ein Investment in Gold. Jetzt, wo dann die Notenbanken gesagt haben, wir müssen die Inflation ausbremsen, wir werden die Bilanz abbauen, das ist dann hier oben passiert, irgendwann im März 2022, hat es die Aktienmärkte stark unter Druck gebracht. Also mit der fallenden Bilanz der Notenbank sind vor allem Aktien von Unternehmen, die verschuldet sind, Tech-Aktien und so weiter, unter Druck geraten. Und es hat auch Gold ein bisschen mit runtergezogen, das sieht man jetzt hier. Es ist jetzt nicht so einfach zu erkennen, aber man sieht doch hier den Abfall. Und jetzt hat eben die Notenbank, um die Banken zu retten, jetzt aktuell angefangen, wieder mehr Geld in den Umlauf zu bringen. Und das ist auf jeden Fall auch bullisch für den Goldkurs. Schauen wir uns aber einmal den Goldkurs an. Das wäre jetzt eher mal so fundamental, warum eben momentan Anleger in Gold investieren. Es ist einfach die Sicherheit, einfach weil man nicht diese sichere Anlage an der Bank mehr hat, die man eben noch glaubte, bis vor ein paar Monaten zu haben. Und weil man sich einfach ein Stück weit gegen die Inflation mit absichern möchte. Man will einfach diversifizieren. Das sind alles Punkte und Gründe, die eben für Gold sprechen. Also mal kurz vorab. Nachdem Gold hier seine Talfahrt durchkreuzt hat, sind wir nach oben angestiegen und jetzt wieder abgefallen und wieder nach oben. Wenn man jetzt mal so ganz grob das große gesamte Bild anschaut, dann fällt hier ein Chart-Pattern auf, welches Cup-and-Handle-Pattern heißt. Ich möchte es euch einmal einzeichnen. Es ist nicht ganz perfekt, aber fast. Das ist nämlich so, dass wenn wir diese Nackenlinie hier nochmal antesten und hier noch so ein, quasi so ein Handle aus, also hier haben wir die Tasse, ein Cup, und hier haben wir ein Handle, Cup-and-Handle-Pattern. Wenn dieses nach oben ausbrechen sollte, und da stehen wir eigentlich ja schon fast davor, dann hat man für gewöhnlich ein Kursziel, welches genauso hoch ist wie von der Nackenlinie bis hier runter. Ich ziehe es mal einmal hoch, nur dass ihr es euch grob mal vorstellen könnt. Dann hätten wir rein theoretisch ein Kursziel von über 3000 Dollar. Es ist zwar nicht sofort zu erreichen, aber langfristig würde das Kursziel auf jeden Fall Sinn ergeben. Es gibt auch immer mehr Analysten, die Gold für das nächste Jahr schon bei 3000 US-Dollar sehen. Hängt natürlich immer ein bisschen mit der wirtschaftlichen Gesamtsituation ab, aber ist nicht ganz ausgeschlossen. Was auffällt, ist, dass wir hier eine absteigende Linie hatten, die wir hier oben einmal angetestet hatten, dann hier angetestet hatten. Hier sind wir nochmal angetestet und abgeprallt und jetzt sogar mit Schwung quasi durchgestoßen. Wir haben sie sogar schon geretestet. Das sieht man hier unten an dem Docht von dieser Kerze. Also das ist schon mal auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Signal. Natürlich müssten wir hier die 2036 Dollar in etwa auf Wochenschlusskursbasis nach oben durchkreuzen. Das wäre dann auf jeden Fall der Fall, wenn wir es hier drüber kommen, am besten nochmal retesten und dann weiterlaufen können. Dann wäre auf jeden Fall die Luft nach oben frei und es hält uns eigentlich im Kurs nichts mehr auf. Wir hätten dann ein neues Hoch gemacht, also auch dieses Hoch aus dem Jahr 2012 hätten wir dann final hinter uns gelassen, was wir eigentlich ohnehin schon jetzt hatten, aber das wäre dann so quasi das endgültige Zeichen, dass Gold sich löst von den alten Kursen und es dann nur noch eigentlich in neue Höhen gehen kann. Auch sind wir über der 50-Tage-Durchschnittslinie, das ist die grüne, und über der 200-Tage-Linie, das ist die blaue. Wir haben auch hier einen Golden Cross gesehen, ich zeichne euch das hier einmal ein. Das ist nämlich, wenn die grüne Linie, also die 50er-Linie, die 200er von unten nach oben durchkreuzt. Das ist immer ein bullisches Chart-Pattern. Auch hier, das spricht auf jeden Fall sehr stark dafür. Was ich außerdem sehr stark finde, ist, dass wir hier eine V-förmige Erholung hatten. Nachdem jetzt Gold hier oben an den Widerstand wieder angelaufen ist, wurden wir sehr stark abverkauft, haben dann aber eine V-förmige Erholung nach oben gesehen. Und das ist auch immer ein sehr, sehr starkes Zeichen, wenn man dann nicht so vor sich her plätschert, sondern direkt V-förmig wieder nach oben läuft. Von daher sieht es sehr, sehr gut aus, was der Goldkurs momentan uns zeigt. Das langfristige Bild ist somit extrem bullisch. Ich sehe für Gold auf jeden Fall steigende Kurse. In den nächsten 1 bis 2 Jahren durchaus die 3.000 bis 3.500 Dollar sind auf jeden Fall meiner Meinung nach realistisch. Was jetzt aber mal so kurzfristiger der Fall ist, falls man jetzt einen günstigen Einstieg sucht oder überlegt, jetzt Gold zu kaufen, entweder in physischer Form oder ein Gold-ETF zum Beispiel, dann sollte man auf jeden Fall beachten, dass wir hier oben beim RSI schon wieder stark im überkauften Bereich sind. Das heißt, dass es eher wahrscheinlicher ist, dass wir jetzt demnächst nochmal einen Rücksetzer sehen oder dass der Goldkurs hier zum Beispiel in dieser Range eine Zeit lang verweilen könnte, somit dann der RSI hier wieder ein bisschen nach unten kommt, also mindestens hier Richtung 50, um dann wieder nach oben auszubrechen. Unwahrscheinlich ist es jetzt, dass wir in einem Strang nach oben weiterlaufen. Dazu sind wir einfach schon zu überkauft.
Aber wie gesagt, ein kleinerer Rücksetzer oder ein bisschen eine Seitwärtskonsolidierung wäre denkbar. Von daher würde ich jetzt, wenn ich Gold kaufen will, noch nicht unbedingt jetzt sofort reingehen, sondern nach einem Anstieg noch mal ein bisschen abwarten, bis der Kurs sich ein bisschen setzt, bis der RSI ein bisschen fällt. Selbstverständlich hatten wir auch Zeiten, in denen dann so ein parabolischer Anstieg entsteht. Da kann es durchaus auch sein, dass wir hier mit dem RSI auch höher laufen. Das hatten wir zum Beispiel hier. Hier ist der RSI einmal nach unten gelaufen. Dann sind wir wieder nach oben gelaufen und haben dann hier sogar Werte von fast, ja, sogar von 84, 85 erreicht. Also es kann schon durchaus mal sein, dass der RSI auch deutlich überkauft ist und trotzdem der Kurs noch steigt. Aber ihr seht, es gibt immer wieder Rücksetzer, die sich dann lohnen, wie jetzt zum Beispiel hier oder hier, wo es dann eher sinniger ist, einzusteigen, als wenn man dann hier oben irgendwo an dem Hochpunkt einsteigt und dann erstmal die Abwärtsbewegung mitmacht. Um jetzt aber auf Gold einen Hebel zu haben, macht es auf jeden Fall mehr Sinn, Goldminenaktien zu kaufen, denn wenn der Goldkurs steigt, steigen Minenaktien meistens noch stärker an. Und ich sehe hier eine besonders gute Chance, gerade bei Barrick Gold. Ich möchte jetzt gar nicht fundamental auf das Unternehmen eingehen, sondern einfach mal schauen, wie der Aktienkurs ausschaut. Barrick Gold ist einer der größten Goldproduzenten. Wir haben hier schon so einen Trend nach oben ausgebildet, sind jetzt hier wieder unten angekommen und laufen gerade wieder nach oben, was auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen ist. Auch vom RSI her sind wir hier noch in einem relativ neutralen Bereich, was ebenfalls ein gutes Zeichen ist. Und was ich euch jetzt hier nochmal zeigen möchte, dass wenn wir jetzt hier mal den Goldkurs drüberlegen, der Goldkurs jetzt hier in Orange zu sehen, dann fällt auf, ich scroll mal ein bisschen weiter raus, so, dann fällt auf, dass Barrick Gold gefallen ist, während der Goldkurs eigentlich die ganze Zeit über seitwärts gelaufen ist. Und das ist auf jeden Fall ein Zeichen für mich momentan, dass vieles dafür spricht, dass Barrick Gold jetzt dann seine Aufholjagd beginnen müsste. Denn normalerweise korrelieren ja die Kurse stark. Also wenn Gold steigt, steigen Minenaktien, wenn Gold fällt, fallen sie. Sieht man auch hier, wo der Goldkurs im Jahr 2019 gestiegen ist, ist Barrick Gold viel stärker angestiegen. Das gleiche war auch hier im Jahr 2016. Barrick Gold ist deutlich stärker als der Goldkurs angestiegen. Fällt dann aber natürlich auch immer stärker ab, wenn der Goldkurs mal eine Zeit lang zur Seite läuft. Und das sieht man auch hier. Wenn aber der Goldkurs steigt, dann haben eben Minenaktien immer die Affinität, umso schneller das Ganze wieder einholen zu wollen. Aus diesem Grund sehe ich hier auf jeden Fall jetzt eine große, große Chance, dass Barrick Gold jetzt hier den Goldkurs aufschließen und dieses Gap hier auf jeden Fall zumachen wollen würde. Also dass wir jetzt hier nach oben laufen. Der Pfeil ist jetzt ein bisschen ungünstig gewählt, also es sollte dann eher nach oben laufen, der Pfeil. Ich lasse jetzt hier nochmal den Goldkurs raus, dann kann ich es euch nochmal ein bisschen schöner im Kurs einzeichnen. Was hier auf jeden Fall auch wieder auffällt, wir hatten hier auch wieder ein Golden Cross, das ist hier zu sehen, was wieder ein bullisches Signal ist. Dann sind wir hier vom RSI auch noch nicht im komplett überkauften Bereich. Wir haben eine starke Unterstützung hier angetestet, diese hat Gott sei Dank gehalten. Jetzt laufen wir sie nochmal fast an, haben aber kein tieferes Tief gemacht, also das tiefere Tief, welches wir hier haben. Dieses Tief haben wir hier. Dieses Tief war nicht so tief. Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und wir haben natürlich in dem großen Trendkanal eher die Möglichkeit, ich mache nochmal einen logarithmischen Chart, eher die Möglichkeit, jetzt wieder nach oben weiterzulaufen, wenn ich hier mal den Kanal verlängere. So, dann zeichne ich euch das einmal ein. Dann sehe ich schon die Möglichkeit, klar kann es jetzt sein, dass wir hier bei dem Widerstand nochmal abprallen, vielleicht auch nochmal ein bisschen runterkommen, dann aber im Optimalfall dieses Tief hier unten nicht nochmal nochmal unterschreiten und dann soll es eigentlich wieder nach oben gehen, sodass wir mittellangfristig auf jeden Fall hier oben Richtung ja, der oberen Begrenzung von dem Trendkanal wieder hinlaufen könnten. Und da sehe ich schon für Barrick Gold ein sehr, sehr hohes Potenzial. Also falls wir da oben irgendwo hinlaufen, hätten wir gute 100% Potenzial. Rein theoretisch könnte sich die Aktie verdoppeln, sofern der Goldkurs weiter Stärke zeigt. Meiner Meinung nach müssen wir noch nicht einmal beim Goldkurs neue extreme Hochs machen, sondern einfach nur wenigstens weiter auf hohem Niveau konsolidieren, seitwärts laufen. Dann sehe ich auf jeden Fall für Barrick Gold sehr, sehr gute Chancen, dass wir auch hier bei Barrick Gold jetzt demnächst wieder stark nach oben laufen und deutlich höhere Chancen, als wenn man physisches Gold kauft. Natürlich ist aber das Risiko auch immer höher, sollte der Goldkurs doch aus irgendeinem Grund nochmal stärker einbrechen. Kann es natürlich passieren, dass Barrick Gold dann auch stärker fällt als der Goldkurs, aber wir haben unten eigentlich sehr, sehr starke Unterstützungen, von daher sehe ich hier eigentlich weniger Gefahr. Noch eine letzte Kleinigkeit vielleicht zu Barrick Gold, man sieht auch hier mit dieser Kerze, ich zeichne sie euch noch einmal ein, dass wir sehr starkes Volumen hatten, das betrifft hier diese Kerze, also der Anstieg nach oben war mit sehr, sehr viel Kaufinteresse hinterlegt, also sehr viele Investoren sehen momentan eben auch die Chance bei Barrick Gold, was eben ein gutes Zeichen ist, dass demnächst auch der Kurs neue Stärke aufbauen dürfte. Von daher für mich momentan Barrick Gold ein klarer Kauf, ich werde jetzt dann auch eine Position hier aufbauen.
Ist aber keine Anlageberatung, auf keinen Fall mir nachtraden oder irgendwas nachkaufen, nur weil ich das sage. Macht bitte eure eigene Recherche, weil das ist ja auch euer Geld und das Investieren in Aktien ist immer mit Risiko verbunden, das muss man natürlich wissen. Wenn ihr übrigens noch einen Broker braucht, um zum Beispiel Gold zu kaufen oder Goldaktien, schaut euch bitte unten in der Videobeschreibung Scalable Capital an. Das ist der Broker, den ich momentan am liebsten nutze. Hier kann man kostenlos traden und kann sogar auch Kryptowährungen zum Beispiel kaufen und ansonsten jede Menge Aktien und so weiter. Ihr bekommt sogar 2% momentan Rendite einfach für euer Cash, welches ihr nicht in Aktien oder in ETFs oder ETCs investiert. Ist auch eine coole Aktion momentan, sodass man wenigstens ein bisschen was für sein Geld kriegt. Schaut es euch gerne an, ihr unterstützt dann meinen Kanal. Ich würde mich freuen und ihr habt einen coolen Broker an der Hand. Nochmal kurz zusammengefasst, es gibt momentan einfach mehrere fundamentale Gründe, die dafür sprechen, dass der Goldkurs in den nächsten Monaten sehr, sehr gut laufen sollte. Kursziele von in etwa 3.000 Dollar sind nicht unwahrscheinlich. Und Minenaktien haben einen höheren Hebel. Also wenn man vom steigenden Goldpreis profitieren möchte, sollte man sich auf jeden Fall Minenaktien anschauen. Ich habe es jetzt beispielhaft anhand von Barrick Gold gezeigt. Aber ihr könnt auch genauso andere Goldminenaktien anschauen, wie Yamana Gold zum Beispiel. Ich habe es jetzt eben halt nur anhand dieses Beispiels gemacht, um das Video nicht zu lang werden zu lassen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert und die kleine Glocke aktiviert. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie ihr das seht, ob ihr in Gold investiert seid, welche Kursziele ihr für Gold seht. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich bin's, der Alex von Smart2Finance. Macht's gut und ciao, ciao.